Hi, ich grüße euch zu einem neuen Video. Da unten, da sind sie, die Brückenpfeiler. Da haben wir schon viel erlebt. Wir haben dort in der Vergangenheit schon wirklich tolle Fische fangen können, aber manchmal auch richtig auf den Popo bekommen. Im letzten Video habt ihr das ja gesehen, was da abgegangen ist. Einen Haufen Arbeit gemacht, einen richtig starken Fisch ans Band bekommen, aber dann ging alles schief. Und heute ist der Tag, wo wir erneut das Brückenmonster jagen. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Auf geht's. Stefano, gonna face the bridge, gonna get the monster. Yeah. Eddie wird mich begleiten. Der war damals schon mal mit mir in der Brücke. Und diesmal probieren wir es erneut. Aber diesmal sind wir vorbereitet. Eddie ist heiß, ich bin's auch. Ruten ins Boot und Abfahrt zu den Brückenpfeilern. Dieses Mal werden wir es nicht vom Ufer versuchen. Ich habe Battle Cat das Dach verpasst. Das Bootszelt ist drauf, die Schlafplätze sind vorbereitet. Diesmal werden wir vom Boot aus direkt in die oberen Pfeiler reinangeln. Das letzte Mal war ich an den unteren Brückenpfeilern, direkt am Prallschutz. Und jetzt gehen wir oben in die uralten Brückenpfeiler. Die erste Brücke, die sie hier gebaut haben, wo der ganze Verkehr drüber geht. Da werden wir jetzt reingehen und mal schauen, ob da unten ein Monster auf uns wartet und ob wir es bändigen können. Hier im Hintergrund seht ihr den Bereich, den ich mir rausgesucht habe. Ist hier flacheres Wasser. Es hängt hier überall Holz auch in den Pfeilern fest. In der Mitte liegt ein Baum. Ist ein mega spannendes Gebiet. Ich glaube, das hat noch kein Angler so beangelt. Wir probieren es. Das Boot hängt sicher, Fini hat schon die Nase im Wind, die wittert die Welse. Die habe ich schnell mit dem Schlauchboot ans Ufer gefahren, da kann er ganz bequem in den Supermarkt laufen. Das ist toll, wenn man hier so urban angelt, sind direkt in der Brückennähe ein paar Geschäfte. Die ersten Leute laufen über die Brücke und gucken ganz ungläubig hier runter, was ich hier vorhabe. Naja, wir jagen das Brückenmonster. So, jetzt bereite ich meine Montagen vor und dann schauen wir uns mal den Angelplatz ein bisschen aus der Nähe an. Wir gehen jetzt mal aufs Boot und schauen uns mal das Areal genauer an. Bereiten alles vor. Wir müssen da auf jeden Fall Sicherheitsvorkehrungen treffen, um unsere Schnüre perfekt umzulenken,
sonst geht's schief. Und damit ihr ein gutes Bild habt, habe ich jetzt noch einen Marco eingeladen. Der ist gerade mit mir hier unterwegs. Der unterstützt mich als Kameramann. Der wartet schon, dass es losgeht. Jetzt geht's auf. Schauen wir uns im Dotz und hauen einen dicken raus. So, und bis Eddie vom Einkaufen zurück ist, dass er irgendwo lang gestrampelt, ja, sind wir hier safe. Bin mal gespannt, zu dritt auf meinem Boot. Aber das haben wir schon mal gemacht. Da kuscheln wir uns alle irgendwo da vorne rein und Finny ganz oben drauf. Auf geht's! Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Relativ flach hier in den alten Brückenpfeilern, 3 Meter. Aber wir haben früher, die Fische werden flach jagen. Die Futterfische stehen flach, die Sonne hat Kraft. Jetzt geht sie gerade weg, die Sonne. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Gleich ist es dunkel. Die Autos rattern da oben drüber. Krasse Geräuschkulisse. Und hier ist schon ein ganz spannender Angelplatz. Den schauen wir uns jetzt mal näher an. Schaut euch das mal an. Genau zu dem toten Baum geht schön die Kante hoch. Vinny, was sagst du? Bäume im Wasser, solche Hindernisse im Wasser ist natürlich immer was, was Fische anlockt, wo sich Futter reinstellt, wo Waller ihren Standplatz suchen. Hier werden wir genau in dem Baum drin eine Route ablegen. Und wir können jetzt nicht einfach unsere Schnur hier ablegen und zurückführen zum Boot. Mein Boot steht circa 60, 70 Meter weiter oben von dem Platz hier. Wir müssen uns jetzt hier eine Führung für die Schnur bauen und da nehmen wir einfach einen Wanderkarabiner. Was ist hier denn hier am Baum? Können wir die Schnur schön umlenken? Und das ist die einzige Chance, das Brückenmonster dann auch rauszukriegen, wenn es denn beißen sollte. Ich werde also nach dem Ablegen meine Schnur hier einklinken und zum Boot direkt zurückführen. Okay, das hält. Schauen wir mal darüber. Drüben der Pfeiler, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn ihr jetzt hier runter schaut, genau am Pfeiler haben wir über 4 Meter, läuft hier raus und hinterm Pfeiler kommt ein Dreher. In dem Dreher drin hatte ich nie gute Erfahrungen gemacht beim Welsangeln. Aber in dieser Strömungsbeschleunigung zum Dreher hin, glaube ich schon, dass die Brückenmonster langziehen. Wir werden jetzt versuchen, weil der Winkel zum Boot nicht so einfach ist, uns hier nochmal einen Umlenker reinzubinden. Meine normalen Umlenker kann ich hier nirgendwo fixieren, über die wir dann unsere Schnur leiten, genau hier vorne in den Bereich, wo die Strömung langsam am Brückenpfeiler entlang schiebt.
Oberhalb ist ein riesengroßer Berg von Schwemmholz. Da wird auf jeden Fall Futter drin stehen. Und vielleicht ist dieser Berg auch zu Hause vom Brückenmonster, wer weiß. So, ich mache jetzt hier noch einen kleinen Ausleger dran. Und ich auf jeden Fall nachts den Spot wiederfinde. Und auch hier unterhalb mit sicheren Karabiner, damit da nichts anbrennt. Und wie ihr es ja schon im letzten Video gesehen habt, hier liegt so viel Geraffel im Wasser, so viel Zeug. Und wenn der Fisch da ins Hindernis reinschwimmt und definitiv kennen die Fische, die hier an den Brücken stehen, die Hindernisse besser als wir Angler. So, müsste es im Wind passen, schön die Flucht hier kriegen. Okidoki. Fahren wir noch mal um die Brücke außen rum. Können wir da auch noch was finden, um den Pfeiler. Hier kommt jetzt der Dreher. Genau das ist hier jetzt der Dreher. Wir treiben jetzt gerade aus dem Bereich hier raus. Hier dreht sich das Wasser. Nicht einfach zu beangeln. Definitiv werden dort auch Welse sein. Aber für unsere U-Posen-Montagen schwierig. Fahren wir mal außen rum, was wir da finden. Das schaut hier richtig interessant aus, richtig spannend. Wir haben eine Wassertiefe von 5 Metern. Seht ihr hier, wie das Wasser hier durchrauscht? Untergrund sieht relativ sauber aus, aber man weiß ja nie. Aber hier werden wir auf jeden Fall auch eine Rute reinziehen. Spannend, also diese Brücken üben einen unheimlichen Reiz auf mich aus. Und nicht nur auf mich, ich glaube auch viele, viele große Welse stehen hier in diesem Areal. So, jetzt suchen wir uns noch einen Platz für die vierte Rute. Und dann heißt es Montagen vorbereiten, wir müssen Gas geben. In einer Stunde ist es dunkel. Hier drüben an dem Brückenpfeiler ganz links von uns aus gesehen, kommt ein kleiner Sandhügel hoch. Und hier werden wir in die Strömungsbeschleunigung rein unsere vierte Falle setzen. Und da ist der Umlenker perfekt geeignet. Jetzt nur meine Badeschlappen an. Stelle ich schön steil. Auf jeden Fall halten. Okay. Komm rein, hopp. Auf geht's. Ruten scharf machen und ab dafür. Ich werde Mikro-Posen einsetzen, dass der Köder ganz knapp über Grund Auftrieb bekommt. Zwei hintereinander schalten. Schnell noch meine Haarmontage hier fertig bauen. Auf Schlagschnur werde ich diesmal verzichten, weil wir nicht direkt in den Pfeilern drin angeln, sondern um die Pfeiler schön umlenken und wie wir eben auf dem Echolot drüber geschaut haben, sieht es alles relativ
harmonisch am Grund aus, hoffen wir mal. Aber je dünner natürlich die Schnur ist, beim U-Posenangeln, die ins Wasser geht. Beim letzten Video haben wir ja direkt oberflächennah geangelt. Topwater, wo der Dicke kam, über die Pfeiler die Schnüre gelegt. Da ist Schlag schon natürlich ganz wichtig. Aber jetzt hier zum Grund hin, habe keine Hindernisse auf dem Echo erkennen können. Vertrauen wir mal unserer normalen Hauptschnur. So. So einfach schaut es aus, wenn es fertig ist. Haarmontage und zwei kleine Mikros direkt hintereinander geschalten. Schöner, unauffälliger Köderauftrieb. Gute Besserung. Wahnsinn, also was hier los ist. Oben steht schon wieder einer auf der Brücke, winkt. Verrückter Angelplatz. So, jetzt wird es aber Zeit, Ruten raus. Die 40er Reißleine kommt zum Einsatz, die nehme ich gerne doppelt, damit der Fisch richtig schön Druck bekommt auf den Stein, nachdem er den Köder genommen hat. Und schlaufe mir die einfach hier ein. So, Abfahrt in den Brückenpfeiler. In der Kante hier am Brückenpfeiler drin. Hier die Bäume durch. So. Da haben wir den perfekten Umlenker mit dem Ast da gefunden. Versuche ganz nah hier an der Mauer den Stein abzulegen vom Brückenpfeiler. Richtig nah rangehen. So, ich schnappe mir jetzt hier meinen Umlenker und hänge den ein. Eddies Rute kommt jetzt direkt in den Baum rein. Das hat er sich gewünscht. Soll es so sein.
direkt ins Holz rein. Da ist schon einer nervös. Die Ruten sitzen. Das Brückenmonster ist in der Nähe. Die Ruten sitzen. Wir sind ready. Uiuiuiui. Eddie hat angerufen. Ich kann den jetzt hier gleich hier drüben am Ufer abholen. Ich hoffe, er hat was Leckeres zum Abendessen dabei. Bis dahin werde ich mir jetzt noch ein lecker Beifood reinballern. Gegen den schnellen Hunger und dann liebt diese Teile und dann sind wir mal gespannt, was passiert. Die Leute gucken auf jeden Fall alle ungläubig von der Brücke hier runter. Einige Autos hupen. Ich finde es natürlich cool, dass hier jemand angelt. Ist immer wieder schön. Ist immer besser, als über Angler zu schimpfen. Einfach mal Angler grüßen. So. Und dann hoffe ich, dass der Plan aufgeht. Mega. Aber es liegt Spannung in der Luft.
auf, Fini, jetzt such dir mal einen Schlafplatz. Jetzt wird das Boot gleich voll, denn wir werden alle drei plus Hundele hier auf meiner Liegefläche liegen. Naja, wird eine kuschelige Nacht, aber es ist eh noch richtig kalt nachts. Also es geht teilweise noch auf 0 Grad runter. Und da ist Zusammenrücken angesagt. Fini, beißt da heute ein Wels? Sag mal, beißt da heute ein Wels? Kommt da was? Das sagt nichts. Schauen wir mal. Einen wunderschönen guten Abend. Was ein Ambiente hier, oder? Absoluter Wahnsinn. Die Jungs bereiten jetzt noch ein gutes Abendessen vor. Wir werden auf dem Boot jetzt hier noch was grillen. Und dann sind wir guter Dinge, dass das Brückenmonster uns hold ist. Der Ruder hat mal eben schon eine stärkere Aktion. Ich überlege jetzt wirklich, ob ich sie noch mal kontrollieren soll. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt mit dem Schlauchboot in der Beißphase hier nochmal hier durchballer mit dem Verbrennungsmotor, dass ich die Fische vielleicht verschrecke. Ich warte jetzt nochmal ab, ob nochmal eine Rückmeldung vom Köder kommt. Aber ansonsten sind ja noch 3 Eisen scharf. Gibt in den Brücken natürlich auch kleine Wälse, die euch mal so einen Köder verbeißen können. Und dann ist natürlich immer die Frage, darauf spekulieren, ob er noch gut ist oder jetzt einfach mal abwarten. Aber war schon ein guter Rupfer in der Rute drin. Der Brücke ist noch richtig Lärm. Hier im Boot schläft alles, außer ich. Ich habe den schlechtesten Schlafplatz ergattert. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Bis jetzt ist wirklich sehr, sehr ruhig, außer die eine Aktion da in der zweiten Freestyle. Fisch, 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 Marco, Fisch. Go, go, go. Brückenmonster. Heute ist die Brücke uns wirklich hold und gnädig. Wahnsinn. Zeig mal das kleine Brückenmonster. Bam. Petri. Petri Dank, so sehen sie aus. Die Brückenmonster. No, we go. Yeah, okay. Here we go. Okay. Here we go. Good one.
Look at the rod. Solid is chrome, Jungs. Good one. That's a good fish. Big one. Yes, big one. Big fish. Solid bank, really, really good rod. Geht wieder tief runter. Aber es ist ein gutes Ding. I think it's my biggest one, Stefan. Ah, we will see, my friend. Eddie's in the house. Eddie loves the bridge. Brückenmonster. Brückenmonster. Junge, Dicke. Jawohl, ja. Hier. Alter Vater, was die ruden können, ist absoluter Wahnsinn. Solid Bank. Mit Ambi, mit Eddie. Best Combo ever. Ja, Eddie's in the house. Ja, lass ihn gehen, der hat Geschmack, ist der Fisch. Wahnsinn, diese Ruten. Und wir sind zurück in der Brücke. Brücke ging manchmal gut, manchmal schief und diesmal wieder Brückenmonster am Band. Alter Vater, wieder Dampf. Wahnsinn. Gut Fisch. Ist strong Fisch, Stefan. Ja, big Fisch. Ja, mega Aktion, die Rute. Arbeitet schön. Ins Vorfach ganz ran. Ist too strong, can't lift it. Na, wir haben Zeit. Yes, zwei Mikrofonen, yes, yes, bam, 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 bang, bang.
Die zwei roten Mikros haben wieder gezeigt, was sie können. Rückenmonster, ahoi. Diesmal haben wir ihn gekriegt. Beide Haken sitzen perfekt. Haarmontage, schaut mal, wo die hängen. Der untere Haken, Unterkiefer. Der obere Haken im Oberkiefer. Und hier kommt ein richtiges Monster. Wow. Eddie's PB. Yes. For Italy. For sure, look. Look how fat he is. Oh my god. Perfect. Very big. Oh my god. What a fish. Look, the swans. The swans. Oh, what a fish. What a fish. What a fish. He's bigger than last year. For sure. Eddie. Congrats. Thank you, my friend. It's the best. Absolut fantastisch. Das Brückenmonster ist diesmal gekommen. Absoluter Wahnsinn. Wahnsinn. Congrats. Thank you, Stefano. Monster of the bridge is coming. Eddie in the house. Yeah. Brückenmonster. Good spot, Stefan. Big baby, yes. More baby. Ich gehe dazu. No, I grab him. Aber die Methodendosen. Und die Brücke. Diesmal bringt sie Glück. Ja, congrats. Nice fish. Small Brückenmonster. Ja, zweites Brückenmonster. Let him go, let him grow. Bye. Get your mother. Cheerio. Stefano, thank you. Ja, die Brücke nimmt, die Brücke gibt. Und diesmal sind wir der Sieger. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber so ist Angeln. War das eine verrückte Fischerei hier in den Brückenpfeilern. Alles schläft noch auf dem Boot, ich bin früh auf und jetzt zeigen wir euch das Brückenmonster.
Monsteralarm hier von der Brücke. Absoluter Wahnsinn. Congrats, Eddie. Thank you, Stefano. Brücke Monster. Brücke Monster. Diesmal haben wir es bändigen können. Personal best ever. Yeah. Da seht ihr mal, was so kleine U-Posen, wo die meisten gar nicht vermuten, dass sie überhaupt einen Köder anheben können, doch für große Ausmaße annehmen können. Ja? Was so kleine Details oder wie oft so kleine Details zum Fang von wirklichen großen Ausnahmefischen führen. Wahnsinn, mein Freund. BB, thank you, Stefano. What a night. Top. Let him go. Let him go. Say goodbye. Big mama. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, habt Spaß beim Angeln, habt Spaß hier draußen am Wasser. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.